Hallo, hier ist nämlich so ein Block der DLB. Heute zeige ich euch das Samsung Galaxy Note 3. Ist heute Abend vorgestellt worden auf dem Samsung Unpacked Event. Das Samsung Note 3 hat ein Display von 15,7 Zoll, hat 2,3 GHz Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM, was wirklich überraschend ist. Das hat also ordentlich Leistung, einen Micro-SD-Karten-Slot, der erweiterbar ist auf 64 GB. Android 4.3 ist schon bereits installiert. Werden wir jetzt hier gleich nochmal sehen. Da seht ihr selber noch 4.3. Kamera mit 13 Megapixel Autofokus. Die Frontkamera hat 2 Megapixel und die Größe ist 151,2 x 90,2 x 8,3 beim Gewicht von 168 Gramm. Durchaus noch ein Leichtgewicht für die Größe. Das Display ist sehr brillant. Natürlich durch die 3 GB RAM läuft das Ganze wirklich super flüssig. Da gibt es keine Verzögerungen mehr. Samsung hat seine eigenen Apps wieder drauf installiert, wie üblich. Sind wir gewöhnt. Alles weitere werden wir euch zeigen oder wenn wir sobald ein Testgerät verfügbar haben und euch dann nochmal vorführen in aller Ruhe beim Unpack und beim ausführlichen Testen. So auf dem ersten Eindruck wirklich ein super schönes Gerät mit dem passenden Cover dazu, was natürlich den Bildschirm freilässt, was dann wahrscheinlich auch bedienbar sein wird, wenn ein Anruf. Ja, es ist sogar bedienbar. Man kann den Player mit bedienen. Das war es dann erstmal. Alles weitere, wie gesagt, folgt auf meinem Blog. Das war Michael vom Blog, kenne ich irgendwie.